Herr Appel, das ist ja toll. Ich habe schon gehört. Ich habe von Ihrem Therapieerfolg gehört. Ja. Um was geht's denn in Ihrem Lied? Ja, mein Lied, das ist ja ein Befreiungssong für Deutschland. Ah. Ich möchte ja Deutschland wieder reich sehen. Ja. Und deswegen, ich möchte also quasi Angela Merkel ein wenig unter die Arme greifen. Ach, oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Was ist mit Merkel? Da versteht unser Stationsleiter überhaupt keinen Spaß. Bei Merkel? Nein, 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 nein. Sie also, werden es ihm doch nicht verraten. Nein, aber machen Sie, bevor er kommt. Nee, also es geht ja darum, also wir werden quasi eine Sammelbewegung machen, ja. Weil die Merkel sieht ja schon so traurig. Bitte gibt uns Geld, wir sind am Rand. Das funktioniert. Ja, und dann schicken wir noch unsere größten Jammerlappen mit auf Tour. Wir machen so ein Live-Aid für Deutschland. Ja, vorneweg. Also Herbert Grönemeyer. Kennen Sie Herbert Grönemeyer? Der hatte diese schöne deutsche depressive Stimme. Nee, wenn die Welt diese Stimme, das ist die Stimme Deutschlands, boah, gib den Geld. Ja, da kriegen wir sogar aus dem Kongo-Fresspaket, da bin ich mir absolut sicher. Ja, natürlich. Leider nicht. Und dann nehmen wir noch mit, oder, der ist noch schön. Kennen Sie den? Marius Müller-Westernhagen. Pipi ist kein Name und noch kein Getränk. Mancher muss schon rennen, wenn er nur an Pipi denkt. Oh, Baby, lass uns das hin. So wackelt ja wie ich gleich. Nein, das ist gut. Hören Sie doch mal auf. Den nehmt ihr aber mit. Und eben noch den habe ich ja für den. Nehmen wir auch noch mit. Was ist das denn? Na, Udo Lindenberg. Ja, und wer soll das sein? Sie kennen Udo Lindenberg. Nein. Das ist doch Ihre Generation. Ja, ist auch so ein fideler Grabflüchter. Kennen Sie den nicht? Also, ich habe auch gedacht, der wäre schon längst plastiniert. Ja. Ich habe auch schon gedacht, den hätten Sie nur noch zwei Duracell in den Hintern geschoben und dann macht er immer nur so... Ich sag sie einfach an und dann legen Sie drei los. Drei Engel für Angie. Ja, ja. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Anstalt ist stolz zu präsentieren. Unser neuester Therapieerfolg seit Jahren, erstmals wieder stubenrein. Ingo Appelt mit seinem Song. Wie heißt das Ding? Scheißegal. Musik! Ja. Deutschland ist am Ende, wir haben nichts mehr zu verlieren. Doch wir schaffen die Wende, wir können uns eh nicht mehr blamieren. Schluss mit dem Gejammer, das hält doch keiner Sau mehr aus. Wir wollen wieder sexy sein und darum ziehen wir uns für euch aus. Striptease for Germany, 4 Millionen Arbeitslose, alle in der Unterhose. Helmut Kohl und Renz so schlau, zeigt uns euren Schwabbelbauch. Und der Herbert, der kann das noch. Das sind wir sauber! Striptease for Germany! Nicht die Hose aufmachen. Lassen Sie die Hose zu. Striptease for Germany. Deutschland nackig und vereint, damit die Merkel nicht mehr weint. Damit die Angie nie wieder weint. Also alles klar. Damit die Angie nie wieder weint. Also das ist es noch. Von Germany. Was heißt, die können sich hier doch nicht einfach darum. Das wird Folgen haben, mein lieber Freund. Da können Sie sich aber gleich. Packen Sie jetzt mal. Was ändert das? Ist eine Unverschämtheit, was Sie sich hier da geleistet. Sehen Sie zu, dass Sie verstehen. Wenn Sie unsere Kanzlerin. Ist mal doch gut, wenn oder? Wenn Sie unsere Kanzlerin schon vorführen wollen. Wenn Sie unsere Kanzlerin. Wenn Sie raus jetzt.
Wenn Sie unsere Kanzlerin schon vorführen wollen, dann müssen Sie ein bisschen mehr an die Substanz rangehen, obwohl Substanz und Merkel ist ja irgendwo, damit Angie nicht mehr weint. Die heult doch nicht, die lacht sich doch kaputt. Jetzt, nach ihrer großartigen Südamerika-Tournee, was für eine Show, aber geschickt gemacht. Nur die Länder besucht, die ihr gewogen waren.